Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde. Wir schauen uns wieder was aus der russischen Liste an. Aber heute und nur heute schauen wir uns nicht sortierte Liste an, sondern ich möchte mal gucken, welche Tracks am beliebtesten sind. Und den ersten, den wir da sehen, den schauen wir uns natürlich gemeinsam an. Und darauf freue ich mich jetzt gerade riesig. Deswegen würde ich die Liste einmal nach Beliebtheit sortieren. Also hier, Beliebtheit, Moment, dann heißt das nicht, dass ihr das, oh, ich sehe das aber nicht. Oh, kann ich das irgendwie so, nein, kann ich nicht. Moment, Sekunde. So. Einmal so. So, Beliebtheit, da. Einmal speichern. So, Beliebtheit. Also, zuallererst kommt natürlich Travis Scott. Travis Scott werden wir uns nicht anschauen, weil Travis Scott kein Russe ist. Ja, diese Liste ist eigentlich für Russen gedacht. Ich weiß nicht, wieso jetzt auf einmal Travis Scott da ist. Ja. Deswegen würde ich sagen, lass uns mal den zweiten anschauen. Danke schon mal für diese Person, die diese Musik hier reingestellt hat. Ich bin mal gespannt, wer die sind. Ich kenne die überhaupt nicht. Djarakov Blockers. Ich bin mal gespannt, lass uns mal anschauen. So, erstmal hier. Zack. Moment, erstmal das Ding hier hochfahren. So. Und das Fensterchen einmal. So. So. Schauen Sie mal an. Oh, 40 Millionen Aufrufe, okay. Рэперы говорят, что блогеры лезут к ним в рэп. Сука, я не согласен с этим. Йо! И каждый рэпер лает, что он крут, но они лезут. Okay, der Beatball hat schon mal nicht schlecht. Die Stimme von dem jungen Mann ist auch gut. Ja. Irgendwas war über Blogger. Das habe ich verstanden. Ich bin mal gespannt. Ziemlich elektronisch, muss ich schon sagen. Ich habe hier sehr gut angehalten, muss ich schon sagen. Денег, лайков, фейма, хайпа нет, ребята, это вряд ли. Вы не заслужили рекламировать потом. Шутки кончились, мы переходим к действиям. Рэперы стали блогерами, мы этого не приветствуем. Я поднимал культуру, когда не было Версуса. Wie groß ist der junge Mann? Vielleicht so 1,60 groß? Guckt auf Frauen mit 1,80 höher. Ich finde interessant, sehr schön. Also, yo. Gute Musik. Bis jetzt. Слезы, пот и боль делал песни про пенисы. И беда это не то чтобы велика, но ребята вы попутали берега. Рэпер не имеет права предъявлять творцу, а тем более автору елдака. Вы пишите в твиттер многое, там диалог. Wow. Also jetzt überrascht mich ehrlich, der Flow ist gut. Also flowmäßig ist das gut. Демагоги, как же обидно, наверное, понимать, что каждый из вас это микроблогер. Кто-нибудь объясните мне, что за Big Russian Boss? Все его шоу один большой бородатый анекдот. А! Das kommt mir bekannt vor. Das kommt mir warte mal, ich glaube, ihr habt mir mal auch so einen Track geschickt, den ich anschauen sollte. Ich habe mich wieder bei diesem jungen Mann schon mal informiert gehabt. Wie hieß der nochmal? Ich komme jetzt nicht drauf. Ich muss wirklich sagen, ich komme jetzt nicht drauf. Aber es kommt mir bekannt vor. Hat mir nicht das auch im Livestream gehabt? Ist das so eine Verarsche? Рэперы забыли про падики и районы. Каждый начал читать про какой-то там свой блог. Das soll, glaube ich, Versus sein. Ja, in der Mitte ist der Veranstalter hier. Ja, der hier. Ah, dieser, der mit der... Na, ihr wisst schon. Und ich glaube, das ist eine Verarsche, Mann. Verarschungstrack.
То, что мы по-доброму посмеялись над Версусом, это еще не значит, что у вас есть карт-планш на свинство. Мне, как уважаемому в русском видеоблогинге человеку, крайне неприятен тот факт, что аморальные рэперы приравнивают себя к культуре, которую мы поднимали с 2010 года, когда не было Оксимирона с Aber der ist, also der float nicht schlecht. Und warte mal, irgendwas war da doch gerade, oder? 10-го года, когда не было Оксимирона с разговорными видео на 50 минут. Не было Рики Ф, Басты и Шока с перископами. Я писал... Das der gerade Shock, Oxy und... wie ist der? Basta? Alter, das hört sich sehr interessant an. Ich muss gleich den Text dazu. Песни про дерьмо, потому что я любил это дерьмо, сука. И каждый рэпер лает, что он крут, но они лезут на ютуб. Им надо денег, лайков, фейма, хайпа нет, ребята, это вряд ли. Вы не заслужили рекламировать поту. И каждый рэпер лает. Also die Hook ist ziemlich elektronisch. Ich muss sagen, sehr gewöhnungsbedürftig. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll zu der Hook, aber ich finde der Part ist sehr geil. Кто бы что ни говорил, важно помнить одно. Ларин, чушка ебаная. Ты знаешь. Also ich muss sagen, die Abmischung von diesem Track, dieses Video ist echt gut. Wirklich gut. Also das überrascht mich gerade. За что ты просишь прощения? Я извиняюсь за то, что... Обещай ему дать за то, что так просит. Я извиняюсь за то, что влез в вашу культуру. Das Video habe ich gesehen, das soll nämlich Schock sein. Ja? Ich bin in gewissen Sachen sehr bewandert, sagen wir das mal so. Und ich weiß, dieses Video war im Internet überall. Ja. Das, so hat man Schock gesessen und hat kassiert. Ja, es ist noch nicht mal, ja doch, ein paar Jahre ist das her. 7 Jahre vielleicht. Ja. Deswegen... Ich glaube, das soll irgendwie eine Verarsche sein. Ich weiß es auch nicht. Keine Ahnung. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Achso, ja, danke für den Track, ja. Ich hole mir jetzt nochmal den Text dazu und dann schaue ich mir das nochmal an. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Mach's gut. See ya.